Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in meiner Abgecheckt-Reihe. Diesmal geht es nicht um eine Zeitschrift wie in den vorangegangenen zwei Teilen, sondern um eine Serie. Wir sind ja eher so, dass wir nicht diese Mainstream-Serien mitschauen, aber wir geben auch allem eine Chance. Also wir haben zum Beispiel auch Walking Dead angefangen zu schauen. Wir dachten, es wird so gehypt, so viele gucken das. Also wollten wir zumindest dem Ganzen eine Chance geben. Und haben uns die erste Folge angesehen, ich glaube nicht mal bis zur Hälfte. Dann haben wir ausgeschaltet, weil das einfach nichts für uns war. Es war uns zu blutig, zu ekelhaft, zu zombielastig. Und bei Game of Thrones dachten wir, müssen wir dem Ganzen auch mal eine Chance geben. Es hat wirklich jeder geguckt. Und ich habe von Anfang an gesagt, das ist nichts für mich. Auch für Manu war es nichts, weil wir eigentlich auf diese historischen Verfilmungen überhaupt nicht stehen. Also ich mag sowas wie Herr der Ringe, ist absolut grenzwertig zum Beispiel für mich. Ich stehe da halt einfach überhaupt nicht drauf und aber es wurde so gehypt und wir haben gedacht, gut, wir haben Walking Dead eine Chance gegeben und es ist schief gegangen. Wir können auch Game of Thrones eine Chance geben und wenn es schief geht, mein Gott. Also haben wir uns die Blu-rays von einer Freundin ausgeliehen, haben die erste Folge gesehen und die erste Folge endete und ich war so geschockt und ich war so traurig und ich war so emotional aufgewühlt und ich habe gesagt, nee, den Mist gucken wir nicht. Ich bin immer so, wenn ich eine Serie gucke oder auch wenn ich ein Buch lese, ich möchte entertained werden. Ich möchte ein positives Gefühl dabei haben. Ich möchte nicht traurig sein, ich möchte nicht aufgewühlt sein. Ich möchte, dass halt diese Unterhaltung, die ich in meiner freien Zeit habe, mich mit positiven Gefühlen zurücklässt und nicht mit negativen. Und deswegen habe ich gesagt, nee, das gucken wir nicht. Und dann ging mir aber diese Geschichte wirklich überhaupt nicht aus dem Kopf. Und ich dachte, Mann, das wurmte einen so. Man wollte halt doch wissen, wie es mit einzelnen Charakteren weitergeht. Also haben wir gesagt, okay, wir geben noch eine Chance. Wir gucken jetzt die zweite Folge und dann können wir immer noch entscheiden. Weil es war auch echt mega blutig. Man hat halt auch sehr, sehr viel gesehen. Ich bin einfach auch nicht der Fan von solchen Sachen. Es ist auch sehr, sehr sexlastig, auf jeden Fall. Und wir dachten aber, okay, komm, wir können uns nicht entscheiden für Ja oder Nein. Manu war aber schon eher so auf der Ja-Seite und ich war halt noch so, Also haben wir die zweite Folge gesehen und dann war es eigentlich um uns geschehen. Das Problem ist einfach, dass die Geschichte so spannend ist, dass es wirklich so viele tolle Charaktere gibt und man einfach wissen will, wie es weitergeht. Also mein Lieblingscharakter ist zum Beispiel die Khaleesi. Ich liebe die Schauspielerin sowieso, aber ihr Charakter ist so, so, so genial. Also die Mutter der Drachen und diese Geschichte reizt mich unglaublich. Dann finde ich auch noch Jon Schnee toll. Rob ist natürlich auch ein krasser Charakter, gerade so. Das sind so Männer, die haben noch nie geliebt und jetzt fängt es halt so an, dass sie Frauen finden, die sie interessieren und so. Das ist richtig, richtig schön. Also wir sind aktuell in der Hälfte der zweiten Staffel und ich weiß und ich bin auch darauf vorbereitet. Ich habe von vielen gehört, dass gerade die Charaktere, die man ins Herz schließt, von denen man halt nicht denkt, dass sie sterben würden, dass gerade die sterben. Und ich bin, es ist, glaube ich, ganz gut, dass ich das im Vorfeld weiß, weil ich bin jetzt so eingestellt, bei jedem Charakter, den ich ins Herz schließe, denke ich mir so, wann stirbt er denn jetzt? Stirbt er jetzt? Stirbt er in der nächsten Folge? Wann stirbt er denn jetzt? Ich weiß auch nicht, also ich habe mich auch nicht spoilern lassen. Ich weiß nicht, welcher von diesen tollen Charakteren stirbt. Ich hätte aber schon zum Beispiel auch schon nicht damit gerechnet, dass Ned Stark stirbt. Also das war für mich schon so der erste Tod, wo ich dachte, was? Ja, da bin ich halt jetzt wirklich sehr, sehr gespannt auch. Also die Geschichte ist wirklich, die reizt mega. Wir schauen es halt meistens abends und ich denke dann am nächsten Tag immer noch über die Folge nach, die ich am Vorabend gesehen habe. Das beschäftigt mich halt einfach so und ich spinne in meinem Kopf weiter, wie es weitergeht. Also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß zu sehen. Auch wenn ich wirklich, es ist in so vieler Hinsicht absolut nicht meine Serie. Es ist historisches Mittelalter, interessiert mich null. Weder in Filmen, Serien noch in Büchern. Es ist blutig, was ich nicht mag. Es ist sehr sexlastig, ich mag es nicht. Aber ich mag nicht, wenn Frauen auf etwas runterreduziert werden. Aber es ist halt einfach eine zeitliche Frage. Huren sind halt ein sehr, sehr großes Thema bei Game of Thrones. Waren sie wahrscheinlich in der Zeit einfach früher? Ja, ist halt einfach so. Aber die Geschichte ist halt einfach so, so reizvoll. Die Charaktere sind so, so gut gemacht. Also sie sind vom Autor, also es basiert ja auf einer Buchreihe, schon so, so gut geschrieben, so, so einfach so reizvoll. Und dann wurden sie halt mit extrem guten Schauspielern auch besetzt. Zum Beispiel der Karl, der ja halt leider schon nicht mehr unter uns war, der war so lecker. Also ja, viele der Schauspieler sind einfach so
optisch mega, mega lecker. Sowohl Frauen als auch Männer. Und der Karl, der ja aber in der Serie schon gar nicht mehr mitspielt, übernimmt jetzt zum Beispiel eine Superheldenrolle, die ich nie, 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 niemals erwartet hätte, denn er wird Aquaman. Und ich dachte, Aquaman ist so der schwulste Superheld, den es gibt. Der absolute Waschlappen. Wirklich. Aber meine Herren. Ja, so viel dazu. Also doch, Game of Thrones, erstaunlicherweise gefällt es uns richtig, richtig gut. Ich bin froh, dass wir jetzt angefangen haben, weil ehe wir jetzt alle Staffeln schauen, die es schon gibt, gibt es dann auch schon die neue, weil man muss ja, glaube ich, immer ein Jahr auf die neue Staffel warten. Eine Staffel umfasst 10 Folgen. Dabei ist eine Folge 50 Minuten lang ungefähr. Die erste 1,5 Minuten oder 1 Minute 50, ich weiß gar nicht mehr genau, kann man immer vorspulen, weil das ist so ein mega langer Vorspann. Der ist zwar ganz schick anzusehen, aber er ist mega lang, den spulen wir mal vor. Und dann kann man gucken. Die ersten Folgen sind auch immer mit einem ganz, ganz gemeinen Cliffhanger versehen worden. Das geht jetzt mittlerweile. Aber ja, also wir schauen so, ich würde sagen, so 2 bis 3 Mal die Woche mindestens eine Folge, manchmal auch 2 abends, je nachdem, wie es halt die Zeit auch zulässt, weil es halt wirklich eine Folge auch relativ lang ist. Aber es macht wirklich Spaß und ich kann es nur empfehlen, wer dem Ganzen noch skeptisch gegenübersteht, dem einfach mal eine Chance zu geben. Weil so sind wir jetzt eingestellt, wir probieren es einfach, entweder es ist was für uns oder es ist halt nichts. Und erstaunlicherweise, wirklich, ich hätte es nicht erwartet, ist es wirklich was und wir lieben Game of Thrones. Und ich bin mega gespannt, wie es in den nächsten Staffeln weitergeht. Ich werde jetzt nicht zu jeder Staffel einen Abgecheckt machen. Vielleicht dann später nochmal, wenn wir so ein bisschen was geschaut haben. Wenn es dann halt, also wir unterhalten uns auch ab und an mit Freunden, die das halt schon alles gesehen haben und die beneiden uns noch darum, dass wir noch so am Anfang stehen und dass noch nicht so viele tolle Charaktere gestorben sind. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, wer sterben wird, ob ich jeden Tod gut verkraften kann. Also ich glaube nicht, dass die Khaleesi stirbt und das ist so mein liebster Charakter. Und ja, alles andere werden wir dann weitersehen. Es gibt auch so Hasscharaktere, wo ich wirklich schon darauf warte, dass die wirklich endlich sterben. Aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Schreibt mir doch unten in den Kommentaren mal, ob ihr Game of Thrones schon geschaut habt, ob es eure Serie ist oder vielleicht auch gar nicht, dass ihr es auch versucht habt und es absolut nicht so euer ist. Was ich auch versucht habe, weil es extrem gehypt wurde, war Orange is the New Black. Und ich habe es angefangen und es war okay, aber ich bin nur bis zur zweiten Staffel gekommen und dann hat es mir einfach nicht mehr gefallen. Also dann war die Luft raus und dann habe ich auch nicht weitergeguckt. Also das war auch sowas, eine sehr gehypte Serie, die dann doch nicht im Endeffekt so mein Ding war. Das war mein Abgecheckt zu Game of Thrones. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare, wie euch die Serie gefällt, wer euer Lieblingscharakter ist. Aber bitte, bitte spoilert mich nicht. Ich möchte da völlig frei reingehen, wer eventuell irgendwann stirbt oder hoffentlich auch nicht. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Und wenn ihr Wünsche habt, was ich vielleicht mal für euch abchecken soll, dann schreibt auch das unten in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.